Immer wieder werde ich mal gefragt, welches denn die wichtigste Fähigkeit im Leben sei, um erfolgreich zu werden und vor allem es auch zu bleiben. Und meine Antwort darauf, die lautet schon seit vielen Jahren immer wieder gleich: Lerne verkaufen bzw. Kommunikation. Doch warum ist das so? Ganz einfach, verkaufen ist das Einzige, womit man Geld verdient. Alles andere kostet nur. Wenn du nicht verkaufen kannst, dann gibst du dein ganzes Leben lang nur Geld aus, weil du Käufer oder Käuferin bist. Um das Thema Verkauf halten sich allerdings hartnäckige Gerüchte, die dazu führen, dass viele Menschen der Meinung sind, Verkaufen sei was Schlechtes, dass man anderen was aufschwatzt, dass man als Verkäufer oder Verkäuferin geboren werden muss oder dass man vielleicht auch gar nicht verkaufen muss, um erfolgreich zu werden. Ja, und manche Leute, die verteufeln das Ganze sogar. Vielleicht kennst du solche Leute auch, wenn du mit ihnen über Verkaufen sprichst. Alle diese Aussagen, ja, die haben aus meiner Sicht nur eine Sache gemeinsam: die sind schlichtweg falsch. Ja, in über 30 Jahren, in denen ich jetzt bereits im Verkauf und im Bereich Kommunikation mit Kunden und Mitarbeitern tätig bin, habe ich jedoch immer wieder Menschen getroffen, die das angezweifelt haben, die gesagt haben, sie könnten nicht verkaufen. Und das ist das wirkliche Mindset-Thema, dem wir uns wirklich mal nähern müssen. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann ist jede und jeder von uns eine Verkäuferin oder ein Verkäufer. Sowohl privat als auch beruflich verkaufen wir tagtäglich und fast zu jeder Zeit mindestens unsere eigene Persönlichkeit, unsere Meinung, Ideen, Vorschläge an Freunde, Familie, Kollegen, wen auch immer. Also nehmen wir doch mal an, du suchst eine neue Wohnung. Hat ja jetzt beruflich nichts damit zu tun, es sei denn, du bist Immobilienmakler. Du findest eine Traumwohnung, schreibst den Vermieter an und hoffst auf eine schnelle Rückmeldung. Wenn dein Anschreiben aber kommunikativ schwach ist, wenn es nach 0815 klingt, dann stichst du nicht aus der Masse hervor. Du wirst vielleicht zur Besichtigung eingeladen. Ja, dann bist du eine oder einer von vielen. Denn wenn du spätestens zur Besichtigung gehst, dann stellst du fest, dass es noch ein paar mehr Menschen gibt, die genau deine Traumwohnung ebenfalls gerne hätten. Schreibst du aber in deiner Bewerbung etwas Außergewöhnliches, dann kannst du dich im Gespräch darauf beziehen, du stichst aus der Masse heraus, man wird sich an dich erinnern, das nennt man den Halo-Effekt, du setzt quasi ein Zeichen und wirst damit in Verbindung gebracht. Was ist dann der Fall? Deine Chancen steigen, wenn du dich so gut wie nur möglich präsentierst, verkaufst. Und die alles entscheidende Frage lautet immer: Warum sollte sich jemand gerade für dich entscheiden? Beantworte dir diese Frage, wenn es um etwas Wichtiges in deinem Leben geht. Das gilt im Übrigen auch, wenn du dir zum Beispiel einen neuen Job suchst oder bei der Partnerwahl. Und dabei ist es egal, ob du den Partner fürs Leben zum Heiraten oder für kürzer oder auch für ganz kurz suchst, für eine Nacht nur. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Verkaufen, also Kommunikation. Und nichts anderes ist Verkaufen, ja. Das ist und bleibt die Nummer-1-Fähigkeit im Leben. Wer andere von sich oder seinem Angebot überzeugen kann, der bekommt einfach deutlich mehr im Leben. Das ist einfach die Wahrheit. Und wenn du beruflich im Verkauf tätig bist, dann tu dir selber einen Gefallen. Du solltest Verkaufen erst recht möglichst gut beherrschen. Denn Achtung, nur etwa 2% aller Verkäuferinnen und Verkäufer zählen zur absoluten Elite. Nur 2% sind Topverkäufer oder Topverkäuferin. Die gute Nachricht für alle Zweifler lautet aber: Jeder trägt alles in sich, um ein Topverkäufer oder eine Topverkäuferin zu werden. Wir haben viele nützliche Eigenschaften von Geburt an in unserer DNA: Neugier, Offenheit, Hartnäckigkeit, um nur einige zu nennen. Die sind bereits da, die schlummern oft nur wie Dornröschen vor sich hin. Und Kinder, die haben diese Eigenschaften noch. Achte mal in deinem Umfeld drauf. Du kannst sehr viel von ihnen lernen, gerade Hartnäckigkeit. Die geben erst auf, wenn sie haben, was sie wollen. Erst unsere Erziehung oder später unser Umfeld formen uns in die eine oder andere Richtung. Meine Mutter zum Beispiel früher immer gesagt: Sprich nicht mit fremden Menschen. Und das hat natürlich im Kindesalter sicher auch seinen Sinn, das ist wertvoll, aber legen wir diesen Satz später nicht wieder ab, dann kann das schwierig werden, auf fremde Menschen zuzugehen und neue Kontakte zu knüpfen. Denn im Vertrieb und im Verkauf ist eine Sache elementar wichtig, nämlich sprich mit so vielen Menschen wie nur möglich. Also ob du willst oder nicht, du bist schon ein Topverkäufer oder eine Topverkäuferin. Vielleicht wusstest du das bis gerade eben noch nicht oder hast es noch nie so betrachtet. Ich jedenfalls bin fest davon überzeugt, dass man aus fast jedem Menschen einen erfolgreichen Verkäufer machen kann. Einzige Voraussetzung, oder zwei sind es eigentlich, ist, man muss es auch wirklich wollen
und man muss Menschen mögen. Denn eine Grundvoraussetzung im Verkauf ist Empathie, die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Und neben Authentizität und Kompetenz ist das einer von drei Grundpfeilern, auf denen alles im Verkauf beruht. Erst bist du empathisch, das macht dich sympathisch und du baust Vertrauen auf und dann kaufen Kunden irgendwann bei dir. Als Verkäuferin oder Verkäufer sollte man sich also immer für seine Kunden interessieren und sich stets die Frage stellen, was kann mein Produkt oder meine Dienstleistung im Leben des Kunden verbessern? Warum, nochmal, sollte sich jemand jetzt für mich entscheiden oder bei mir kaufen? Verkaufen ist für mich die Nummer 1 Fähigkeit im Leben. Davon bin ich fest überzeugt. Wer ein sicheres und freies Leben will, der muss verkaufen und kommunizieren können. Vielleicht siehst du das genauso. Falls noch nicht, dann freue ich mich, dir mit diesem Video hoffentlich Impulse zu geben, die dich auch davon überzeugen. Und jede Woche veröffentliche einen Blog, einen Podcast, ein Video zu dem Thema Verkaufen, Kommunikation, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, das ist alles dabei. Folge mir also gerne, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke und ich danke dir erstmal fürs Zusehen. Bis bald, dein Uwe.